Sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum, herzlich willkommen heute im Kino des DFF zur Vorführung eines allerletzten Begleitfilms im Rahmen der Sonderausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, die in diesen Minuten ihre Türen schließt, wahrscheinlich mittlerweile schon geschlossen hat. Zum rauschenden oder wahrscheinlich besser krachenden Abschluss zeigen wir nicht nur Mark Forsters World War Z, einen Multikatastrophenfilm aus dem Jahr 2013. Ich freue mich auch sehr, mit Dennis Neviak, einem Experten für Katastrophenfilme und ihre Aussagekraft für unser Leben, mit einer Einführung betraut zu haben. Dennis Neviak ist neben zahlreichen weiteren Aktivitäten, etwa Kommunikationscoach, Tanztrainer und DLRG-Sanitäter, auch Film-, Medien- und Fernsehwissenschaftler und widmet sich als solcher quasi hauptberuflich Katastrophendarstellungen im Kino und im Fernsehen. Zu seinen Veröffentlichungen zählen Alles schon mal da gewesen, was wir aus Pandemiefilmen für die Corona-Krise lernen können, Einsamkeit in Serie, televisuelle Ausdrucksformen moderner Vereinsamen und das Buch Blackout, Nichts geht mehr, wie wir uns mit Filmen und TV-Serien auf einen Stromausfall vorbereiten. Dieses Buch, das ist der Werbetrailer hier, erscheint in Kürze beim Schüren Verlag, wo auch bereits Alles schon mal da gewesen bereits vorliegt. Nun allerdings, herzlich willkommen, Dennis Neviak. Ja, einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebes Publikum. Ich freue mich sehr, Sie zum heutigen Late-Night-Kult-Kino am DFF, dem Deutschen Filminstitut und Filmmuseum, begrüßen zu dürfen. Wir zeigen Ihnen heute nicht ganz zufällig den Zombie-Apokalypsen-Actionfilm World War Z, denn heute endet zwar nicht die Welt, aber immerhin, Sie haben es gerade schon gesagt, die aktuelle Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende, mit dem absolut gelungenen Titelbild, die im Filmmuseum seit Juli letzten Jahres zu sehen ist. Diejenigen unter Ihnen, die die Gelegenheit gefunden haben, sich die Ausstellung anzuschauen, ich war gerade noch unter den letzten Glücklichen, wirklich sehr beeindruckend, oder sich ohnehin zu den Fans des Genres zählen, wissen, dass Film und Fernsehen bisher unzählige Wege gefunden haben, Geschichten vom Weltuntergang lebendig in Szene zu setzen. Meteoroiden- und Asteroideneinschläge, Aliens mit bösartigen Absichten, wahlweise apokalyptische Hitze oder Kälte, Stürme oder Eiswüsten, globale Stromausfälle und Atomkriege und natürlich tödliche Pandemien, häufig in Kombination mit hirnhungrigen Zombies. Die Liste der Vernichtungsphantasmen des Kinos und des Fernsehens ließe sich noch lange fortsetzen. Ich wurde freundlicherweise schon vorgestellt. Ich bin Film- und Fernsehwissenschaftler aus Potsdam und forsche zu Katastrophenszenarien in Kino- und Fernsehserien. Dabei interessiert mich, ganz allgemein formuliert, insbesondere die Frage, was uns diese desaströsen filmischen Kunstwerke über den Zustand unserer Gegenwartsgesellschaft verraten können. Warum entstehen gerade heute so viele von diesen wütenden und anarchischen, oft pessimistischen und verstörenden Werken? Woher kommt die große Lust an der filmischen Katastrophe? Was können wir durch sie über die krisengeplagte soziale Realität lernen? Ich habe heute die Ehre, ein paar Sätze zum heutigen Katastrophenspektakel World War Z zu verlieren und muss dabei natürlich aufpassen, dass ich nicht zu viel spoilere. Keine Sorge, ich höre dann auf, wenn es spannend wird und dann gebe ich an den Film ab. Trotzdem ein paar Sätze vorneweg. Ich habe mal vorhin im Kalender recherchiert. Ich habe den Film zum ersten Mal gesehen am 6. Juli 2013 bei mir im Potsdamer Stammkino mit Studienfreundinnen und Freunden. Und obwohl ich, wie Sie sich denken können, schon einiges an Weltuntergangsfilmen einverleibt habe, hat er einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen. Denn hier lässt die Apokalypse nicht lange auf sich warten. Oft wollen uns die Katastrophenfilme und Serien ja erstmal auf die Folter spannen. Der Ausstellung wird es als der Zustand der Idylle beschrieben. Bevor es richtig abgeht, zeigen uns die Film- und Fernsehmachenden in ihren nicht enden wollenden Expositionen, wie gut es uns allen doch eigentlich in der Wohlstandsmoderne geht. Bevor etwa in The Walking Dead, Sie kennen es vielleicht, ein anderes Zombie-Genre-Klassiker-Beispiel, die zermürbenden Konfrontationen dann mit den wandelnden Untoten beginnen, darf Sheriff Rick hier rechts im Bild mit seinem Deputy und besten Kumpel Shane nochmal ausgelassen über Alltagsbanalitäten lachen, über Eheprobleme philosophieren und dabei beherzt in einen saftigen Burger mit richtig fettigen Fritten beißen. Die Moderne kann so schön sein, solange kein Armageddon
ansteht. Bis Rick endlich Begegnung mit den ersten so sehnsüchtig erwarteten Zombies macht, vergeht eine halbe Folge, viel Lebenszeit, ganze 22 Spielminuten ohne die versprochenen Walking Dead. World War Z legt hier und im Verlauf auch der restlichen 2 Stunden ein ganz anderes Tempo vor. Auch hier kommt man um die unausweichliche zur Schaustellung moderner Unbeschwertheit nicht herum. Der ehemalige UN-Interventionsexperte Gary, verkörpert von unverwüstlichem Brad Pitt hier am Herd im Bild, hat sich aus dem aktiven Dienst zurückgezogen zugunsten einer neuen Profession. Als Hausmann erwarten ihn statt Geschossen und Bomben nun Pancakes und verkrustete Teller, die Kinder wieder nicht zum Einweichen in die Spüle gestellt haben. Da bekommt er sichtlich doch was, fast ein bisschen Sehnsucht nach seinem alten Auslandseinsatz, und den bekommt er dann natürlich auch gleich. Dem Familienglück werden nicht einmal 120 Sekunden gegönnt, denn schon auf dem Weg in die Schule und auf die Arbeit wartet das große Unheil. Gerade stand die Familie, so wie wohl jeden Tag in Manhattan, noch gemütlich im Stau, und schon im nächsten Moment fliegen Autos durch die Gegend, Scheiben zersplittern zum Geschrei der Menschen, und die eben noch so friedliebenden Mitbürgerinnen und Mitbürger fangen an, einfach alles und jeden zu, weg und zerbeißen, bevorzugt andere Mitmenschen. Der Film signalisiert unmissverständlich, dass der kleinbürgerlichen Familie wie auch der spätmodernen Welt insgesamt unruhige Zeiten bevorstehen dürften. Mit dem Film habe ich mich in den letzten Jahren wissenschaftlich 2-mal ausführlicher auseinandergesetzt. Unter dem Eindruck der Ereignisse vom März 2020 publizierte ich den schon benannten Titel »Alles schon mal da gewesen, was wir aus Pandemiefilmen für die Corona-Krise lernen können«. Ein bisschen Schleichwerbung sei erlaubt. Beruflich wie auch privat gehöre ich natürlich zu den treuesten Abnehmern von Katastrophen, Filmen und Serien und fühlte mich natürlich direkt erinnert an die unzähligen solchen Szenarien, die mir schon über den Weg liefen. Während man in der Politik etwa noch im April 2020, also in der Hochphase der Krise, über den Alltagsnutzen von Filtermasken diskutierte, erinnerte ich mich an die Figuren aus den Virusklassikern etwa 12 Monkeys oder Outbreak hier im Bild von 1995. Auch wenn dort die Situation natürlich, das sei dem Kino erlaubt, etwas dramatischer, eben apokalyptischer als in der Realität war, musste es doch einen Grund gehabt haben, warum die Masken hier und auch sonst im Genre zur wichtigsten Requisite gehört, warum so Masken hier so eine große präsente Rolle einnehmen. Viele andere Aspekte der Krise, die in der Fiktion schon lange zuvor erahnt und visualisiert wurden, ereilten uns dann auch im echten Leben. Sporthallen wurden wie in Contagion zu Notkrankenhäusern umgewandelt, keine Pressefotografie, sondern ein Still aus dem Film. Panisch steckten sich die Leute in letzter Sekunde mit Vorräten ein, das werden Sie auch gleich in World War Z noch sehen, und immer wieder rutschten bis heute die Masken von der Nase, so wie wenn der wirklich sehr empfehlenswerten argentinischen Pandemieserie, Satire Phase 7, macht wirklich richtig Spaß und im gewissen Sinne prophetisch, wenn man das heute schaut. Irgendwie hatte ich das mulmige Gefühl, man hätte das alles wohl wissen können. Vielleicht reagierten auch gerade wegen der popkulturellen Präsenz von Pandemien viele Menschen auch erstaunlich ruhig, als wir dann in der Realität mit ihr konfrontiert waren. Heute wissen wir, es hätte alles noch viel schlimmer kommen können. Und das will was heißen. Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, Katastrophen gehören zur modernen Lebensrealität unweigerlich dazu. Flugzeuge stürzen manchmal ab, Atomkraftwerke explodieren gelegentlich und gefährliche neue Erreger werden sich auch in Zukunft, ob wir wollen oder nicht, rasend schnell über den Erdball verteilen. Klammer auf, Affenpocken. All das lässt sich vielleicht im Einzelfall, aber nicht grundsätzlich verhindern, solange man das moderne Leben nicht als Ganzes in Frage stellen will. Katastrophenforscher Wolfgang Bohns hatte schon vor etwa 25 Jahren beschrieben, dass die Moderne zu, Zitat, exponentiell steigenden, industriell erzeugten Katastrophenpotenzialen neige, da die wachsenden Möglichkeiten mit einer nicht vorgesehenen Zunahme von Unsicherheit und Uneindeutigkeit erkauft werden müssten. Zitat Ende. Überspitzt formuliert, das komfortable, zügige und anregungsreiche Leben in der globalisierten Spätmoderne ist wohl nur zu haben, wenn man hin und wieder bereit ist, eine verheerende Katastrophe, etwa eine Viruspandemie, eben hinzunehmen. Das verdammt uns aber nicht dazu, tatenlos zu bleiben, im Gegenteil. Trotz der verstörenden Erfahrungen, die solche Krisen mit sich bringen, haben wir zwar gelernt, die Katastrophenpotenziale unserer Zeit zu verdrängen, um in ihr irgendwie doch weiterleben zu können. Das geht aber nur so lange gut, wie das Unglück eben nicht eingetreten ist. Wenn dann aber doch das Unaussprechliche passiert, stehen Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft schnell dumm da. Pandemien sind dabei eine besonders perfide Angelegenheit. Sie entstehen scheinbar aus dem Nichts und treten wie aus heiterem Himmel auf, während die gefährlichen Viren selbst nicht direkt wahrnehmbar sind und ihre Gefährlichkeit sich nur mittelbar durch die tragischen Folgen zu erkennen geben.
Filme hingegen haben schon lange vor der Corona-Pandemie dieser unsichtbaren Gefahr eine unmittelbar wahrnehmbare plastische Gestalt verliehen und damit zu einem wachsenden kollektiven Bewusstsein von der Fragilität moderner Normalität beigetragen. Seit einiger Zeit nun, Sie haben es gerade schon erwähnt, habe ich mich einem anderen, nochmal ganz anderen Krisenpotenzial gewidmet. Ein Jahr lang habe ich Dutzende Stromausfallserien und Filme geschaut, Expertengespräche geführt und Analysen vorgenommen. Für ein aktuelles Buchprojekt mit dem Titel Blackout, nichts geht mehr, wie wir uns mit Film- und TV-Serien auf einen Stromausfall vorbereiten können. Erscheint jetzt in Kürze bei Schüren, auch bei der Gelegenheit. Vielen herzlichen Dank an Nicole. Martian sitzt im Publikum, die hat mir ganz toll beim Lektorat geholfen und bei vielen anderen wichtigen Aufgaben. Und erscheint dann auch bei Ibidem in der englischen Übersetzung. Anfang letzten Jahres hatte sich noch kaum jemand mit der Frage befasst, was wohl passiert, wenn der Strom mal weg ist. Nicht jetzt für ein paar Minuten, so in der Nachbarschaft, wie man es kennt, sondern für mehrere Tage, landesweit. Inzwischen hat es das Thema Blackout nicht zuletzt aufgrund der Ukraine-Krise, Sie denken an den angedrohten Stopp von Gaslieferungen, aber natürlich auch an den wünschenswerten Umschwenk auf die erneuerbaren Energien, in die Abendnachrichten geschafft. Wenn ich allerdings etwas aus meiner Arbeit an dem Buch gelernt habe, dann die traurige Gewissheit, dass die meisten Industrienationen, einschließlich der Bundesrepublik, auf einen Blackout noch schlechter vorbereitet sind, als wir es Anfang 2020 auf eine Pandemie waren. Das totale Déjà-vu. Klopf, klopf, klopf. Und damit stand wieder World War Z auf meiner Watchlist, denn Pandemien führen in Film und Fernsehen fast immer auch in einen Blackout. Klar, Zombies sind eben nicht dafür bekannt, Brennstoffe zu transportieren, Kraftwerke zu steuern und Stromleitungen zu warten. Das weiß man schon, das ist übrigens eine symbolische Abbildung aus dem, was Ihnen gleich noch bevorsteht. Das weiß man schon seit den 70ern, als die Untoten im Kino allmählich populär wurden. Andreas Busche nennt die Zombies in einer Besprechung von World War Z für die Zeitschrift EPD Film den Underdog des Horrorgenres. Seit der US-amerikanische Kultregisseur George Romero mit seiner Nacht der lebenden Toten 1968 die unruhigen Verstorbenen auf die Leinwand holte, ist der filmische Siegeszug der entseelten Menschenkörper nicht mehr aufzuhalten. Angefangen beim Dawn of the Dead, über 28 Days Later, es hat sich ja dann eine ganze Serie daraus entwickelt, bis hin zur Satire-Reihe Zombieland, ganz zu schweigen von der Inflation der untoten Serien auf den Streaming-Plattformen. World War Z wiederum basiert auf einem Horrorroman von Max Brooks aus dem Jahr 2006 mit dem wirklich charmanten Titel Operation Zombie, wer länger lebt, ist später tot. 3 Jahre zuvor hatte er seinen inzwischen zur Genre-Bibel aufgestiegenen satirischen Zombie-Survival-Guide unter die Leute gebracht, Untertitel hier Überleben unter Untoten. Ein Überlebensratgeber mit vielen hilfreichen, vielleicht nicht ganz ernstzunehmenden Tipps im Kampf gegen die entseelten Ungeheuer. Die von allen guten Geistern verlassenen Untoten scheinen sich als Generalmetapher sehr gut zu eignen, wahlweise für die Angst vor den von ihnen verkörperten amoralischen und hemmungslos egoistischen Kräfte, die die Moderne von innen heraus zersetzen, oder für die Ungewissheit der zukünftigen Gefahren, die uns im 21. Jahrhundert wohl noch bevorstehen. Oder, wie Regisseur Mark Forster in einem Interview zu bedenken gab, mutieren wir vielleicht gerade selbst zu den Zombies? Ich habe das Gefühl, dass wir uns gegenüber unserer Umwelt immer mehr wie Zombies verhalten. Unser Bewusstsein wird zunehmend eingeschränkt. Wir beschäftigen uns länger mit unseren elektronischen Geräten als mit unseren Mitmenschen. Wir kommunizieren kaum noch direkt miteinander und gehen zueinander auf Distanz. Verwandeln wir uns etwa im Moment selbst in geistlose, einsame Gestalten, die Welt achtlos geradewegs in die Klimakatastrophe steuern? Jedenfalls muss es Gründe haben, warum auch Sie heute Abend hier bei uns sind. Jörg Schiffauer griff in einer Kritik von World War Z in der Filmzeitschrift Ray eine häufig bemühte Erklärung für die Popularität von Katastrophenfilmen auf. Es sei, Zitat, die Angst vor dem Verlust der gewohnten Ordnung und der vertrauten Dinge. Zitat Ende. Man könnte sagen, das Kino dient der selbsttherapeutischen Konfrontation mit dem kollektiven Trauma der Vergänglichkeit unserer so liebgewonnenen Moderne. Zugleich jedoch, davon bin ich überzeugt, dienen uns Science-Fiction-Filme und Serien eben auch als Wissensreservoir für den Umgang mit unseren Herausforderungen, die uns noch bevorstehen. Wir wissen zwar, dass wir wohl im Laufe unseres Lebens sicherlich nicht mit einer Zombie-Apokalypse konfrontiert sein werden. Und doch leisten Film und Fernsehen einen wesentlichen Beitrag zur makrosozialen Kommunikation von Verhaltensnormen. Sprich, filmische Werke erlauben uns, mit den Herausforderungen des modernen Alltags gescheiter, auch vorausschauender umzugehen und sei es, dass wir halt mal zu Hause bleiben, wenn es draußen drunter und drüber geht. Was könnten wir nun aus so einem scheinbar tristen, absurden Unterhaltungsfilm wie World War Z wertvolles lernen, damit es uns nicht so hart erwischt wie die aus allen Wolken fallenden Kinofiguren?
Und um Sie jetzt nicht länger auf die Folter zu spannen, möchte ich mich auf drei Beispiele beschränken. Erstens, die Apokalypse kommt in der Fiktion wie auch in der Realität nie ganz ohne Vorwarnung. Wir haben es auch gerade bei der Führung durch die Ausstellung nochmal gehört. Selbst in World War Z mit seinem hohen Eskalationstempo nicht. Im Vorspann, wie Sie gleich sehen werden, schichten sich die Schreckensmeldungen aus den Fernsehnachrichten übereinander. Die Rede ist nicht nur von mutierenden Viren und seltsamen Krankheitsfällen, sondern auch von wachsender Umweltverschmutzung, zu hoher CO2-Emissionen, Hunger durch Überbevölkerung, globales Artensterben. Das kennen wir alles. Sogar als die glückliche Familie noch beim besagten Pancake-Frühstück ist, muss Brad Pitts Figur angesichts der Fernsehbilder seiner Jüngsten erklären, was ist eigentlich Ausnahmezustand? Sie wird es allerdings sowieso gleich am eigenen Leibe erfahren müssen. Ohne in Alarmismus oder Panik zu verfallen, kann es wohl nicht schaden, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und rechtzeitig eins und eins zusammenzuzählen, nur dann bleibt genug Zeit, noch vor dem Einsetzen einer Krise angemessene Vorsorge zu betreiben, etwa einen kleinen Notvorrat anzulegen. Das empfiehlt im Übrigen auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ich habe eine Checkliste im Übrigen auch in meinem Buch, in dem Blackout-Buch, abgesegnet von der obersten Bundesbehörde. Die machen allerdings nur so eine Ratgeberbroschüre, ist eben nicht ganz so catchy wie ein Zombie-Film, deswegen auch nochmal hier die Empfehlung, kaufen Sie sich gerne das Buch. Zweitens, wenn die Pandemie richtig zuschlägt und es zum Blackout kommt, ist das wichtigste Hilfsmittel, ganz oldschool, das Radio. Weil das Handynetz, das wissen viele nicht, sofort den Geist aufgibt, verfügen, also fast sofort, etwa 15 Minuten können Sie rechnen, schnell den Geist aufgibt, verfügen Radiosender über Notstromaggregate und so wird das Radiogerät zum wichtigsten Kommunikationsmittel während einer Krise nationaler Tragweite. Auch Master of Disaster Gary weiß, dass man sich in einer solchen Situation mit Vorräten irgendwo verstecken muss, so wie es die Behörden per Radio bekannt geben. Das geht natürlich nur, wenn man idealerweise schon vor Einsetzen der Apokalypse seine Einkäufe erledigt hat, um den Untoten und, das ist noch viel wichtiger, den Last-Minute-Shoppern aus dem Weg gehen zu können. Drittens, wenn Sie alles richtig machen, wird am Ende allen schrecklichen Verlusten und zermürbenden Erfahrungen zum Trotz meist doch irgendwie alles gut. Wir haben vorhin schon darüber gesprochen, in 97% der Fällen wird alles gut. Ich darf auch spoilern, es wird alles gut, Moritz Bleibtreu überlebt. Ich wusste auch nicht, als ich das erste Mal den Film geschaut habe, hätte ich nicht gedacht, dass er mir hier begegnet, aber ja, er wird überleben. World War Z ist bestimmt kein Streifen, der die Filmgeschichte umschreiben wird. Zu stereotyp sind die Figuren gezeichnet, allen voran der liebende Familienvater, der Ehefrau und Kinder auf einen Flugzeugträger in Sicherheit bringt, bevor er mal eben ganz allein die Welt retten geht und als Lohn für seine Mühen gerade mal eine Dose Pepsi akzeptiert. Die beste Szene des Films, 4 Minuten vor Schluss. Zu wenige Atem- und Denkpausen gönnt einem der Film, als wollte er verhindern, dass wir nur für einen Augenblick gelangweilt sind. Zu viel wurde sogar nach dem Editing nochmal mit einem halben Dutzend Autoren am Drehbuch gebastelt und monatelang nachproduziert, bis am Ende ein, meines Erachtens, ziemlich konstruierter Showdown stand. Und doch ist es ein Film, der trotz des ernsten Titels auch ein bisschen Spaß machen darf, der für die große Leinwand gemacht ist, ins Kino gehört, ganz besonders in das Begleitprogramm der DFF-Ausstellung Katastrophe, was kommt nach dem Ende. Am Ende des Films übrigens heißt es, der Kampf ist noch nicht vorbei. Seien Sie auf alles vorbereitet. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nun eine gute, lehrreiche Projektion und bitte bleiben Sie gesund. Film ab!